Guten Morgen. Die Smiths haben heute einen aufregenden Tag. Oh. Es ist der Geburtstag von Adam und Sandra. Kinder, wacht auf. Wow, Krautkuchen. Mom, Juhu. Du bist unglaublich. Eine andere Art von Geburtstagskuchen können sie sich nicht leisten. Wünscht euch etwas und blast die Kerze aus. Diese Kinder wünschen sich alle möglichen Dinge. Juhu. Juhu. Okay, Zeit für die Geschenke. Wow, der beste Geburtstag aller Zeiten. What? Wofür sind diese goldenen VIP-Tickets? Was für eine Art, den Tag zu beginnen. Warte, ich glaube, die sind nicht essbar. Mama, Papa, danke. Adam, kannst du glauben, dass wir VIP-Tickets bekommen haben? Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Hey, Lady, wer sind Sie? Das ist Sue. Sie ist die VIP-Kundenbetreuerin. Sie wird Adam und Sandra ins Land des Luxus bringen. Aber zuerst sollten sich die Geburtstagskinder ein wenig in Schale werfen. Das ist schon besser. Jetzt sind sie richtig gekleidet. Folgt mir, meine Lieben. Beeilt euch, wir haben nur bis heute Abend Zeit. Tschüss, Kinder. Goodbye. Vergesst nicht, pünktlich zum Abendessen zurück zu sein. Sandra und Adam sind jetzt VIPs. In den Schulferien wartet bereits eine Schar von Fans auf sie. So werden VIPs schließlich normalerweise begrüßt. Mit Applaus und einem roten Teppich. Es ist alles so ungewohnt. Kein Film der VIPs ohne Erlaubnis. Managerin Sue kennt ihren Job. Adam und Sandra sind endlich in der Klasse. Es ist nur eine Mathestunde. Adam und Sandra nehmen ihre Plätze ein. Oh, heute gibt es einen großen Test. Aber diese Truppe im hinteren Teil des Klassenzimmers will sich einfach nicht konzentrieren. Wow, die spucken auch noch Papier. Hey, was geht denn hier ab? Managerin Sue schreitet ein. Sie wird nicht zulassen, dass ihre Schützlinge verletzt werden. Was sagst du dazu, hübsches Mädchen? Miss Kylie hat nichts gegen Einmischung von außen. Die Tyrannen sollten bekommen, was sie verdienen. Das ist schon besser. Und jetzt zum Wichtigsten von allem. VIPs brauchen VIP-Plätze. Auf diese Weise werden Sandra und Adam viel bequemer sitzen. Und die anderen Schüler werden neidisch sein. Sie müssen sich die Zeit zum Essen nehmen, selbst an einem so arbeitsreichen Tag. Und warum ist die Schulcafeteria immer so überfüllt? Verhungern ist noch besser. Die Schlange für die Cafeteria ist eine echte Herausforderung für VIPs. Jeder will sie anfassen, mit ihnen reden und Selfies machen. Das ist nicht richtig. Managerin Sue ist dabei, alles in Ordnung zu bringen. Folgt mir, Kinder. Die Mittagspause wird viel netter sein, wenn ihr sie in einem schicken Restaurant verbringt. Euer Kellner wird gleich bei euch sein. Wow, es ist so schön hier. Adam und Sandra waren noch nie an einem Ort wie diesem. Es ist so schön. Und was für ein Service. Sie werden sich an die neue Umgebung gewöhnen müssen, da sie jetzt VIP-Status haben. Oh, wir können uns endlich entspannen. Diese Halskette bereitet Adam schon jetzt Nackenschmerzen. Oh, der Kellnerrufknopf. Der Service ist blitzschnell. Wir nehmen das, was Sie haben. Wird gemacht. Goodbye. Ich schätze, ich nehme die Glocke besser mit. Was sollen eigentlich die ganzen Löffel und Gabeln? Reiche Leute sind so seltsam. Oh, ein Cocktail. Das ist schön. Warum schauen mich alle so an? Sir, bitte. Das ist Handwaschwasser. Ups, tun wir so, als hätten wir das gewusst. Hier kommt die Bestellung. Das sieht lecker aus. Aber mit was isst man diese Rollen? Mit einer Gabel, denke ich. Aber warum liegen denn Stäbchen auf dem Tisch? Vielleicht sind sie ja dafür da. Oh, Sandra, schau, ich bin ein Walross. Das ist eine tolle Idee. Ich auch. Die Gäste am Nebentisch sind kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Auf einem Trampolin zu hüpfen klingt nach einer lustigen Geburtstagsaktivität, oder? Aber natürlich gibt es eine riesige Schlange. Gut, dass Managerin Sue die Sache wieder selbst in die Hand nimmt. Das Glück ihrer VIP-Kunden ist ihre Priorität. Ein paar Worte an den Wachmann und die Sache ist erledigt. Prominente, die aus der Reihe tanzen.
Das ist so ehrenwert. Der Rest des Volkes hingegen geht bitte. Dieser Raum ist für eine Stunde geschlossen. Die Elite-Gäste dürfen nicht gestört werden. Leute, es gehört alles euch. Geht, habt Spaß. Wow. Das Springen auf Trampolinen ist so toll. Es ist ein echtes Abenteuer. Miss Sue, kommen Sie zu uns. Spaß ist schließlich ansteckend. Sogar die strenge Managerin Sue hat nachgegeben. Wann sonst wird sie so viel Spaß haben? Was für eine Geburtstagsparty. Der Rest der Welt kann warten. Aber die Schlangen im Warteraum machen nicht so viel Spaß. Endlich sind diese VIPs fertig. Nehmt mich beim Wort, Leute, es war fantastisch. Wird dieser schöne Tag durch schlechtes Wetter ruiniert? Es sieht so aus, als würde es regnen. Nein, eher wie ein echter Orkan. Ich wünschte, ich könnte mich irgendwo verstecken, wo es wärmer ist. Wärmer, sagst du? Ganz genau. Für Managerin Sue ist das kein Problem. Jeder Wunsch eines VIP-Kunden ist ihr Befehl. Wow. Leute, wie wäre es mit dieser Kulisse? Adam und Sandra sind begeistert. Urlaub auf den Inseln ist etwas, wovon sie schon ihr ganzes Leben lang geträumt haben. Aber es scheint ein bisschen langweilig zu sein, oder? Nicht genug Unterhaltung. Yes. Hier, bitte sehr. Erholt euch und genießt es. Wow, cool. Was für eine tolle Idee. Yes. Ein Superheldenfilm auf dem Ozean. Das Leben ist ein Märchen. Aber warum den VIP-Gästen nicht noch ein paar Abenteuer bieten? Managerin Sue hat eine Menge Verbindungen. Ja, sie kennt sogar einige internationale Stars. Kommt schon, wir müssen uns beeilen. Es gibt ein wichtiges Geschäft für euch. Oh, und ich darf nicht vergessen, die Geburtstagskinder vom Strand abzuholen. So ist es besser. Sandra und Adam werden sich im Kino viel wohler fühlen. Sollen sie doch die Schauspieler live genießen. Die Superhelden sind nicht begeistert, aber für die VIP-Kunden müssen sie sich schon mehr anstrengen. Wow, was für eine Aussicht. Ein Superheldenstück für zwei. Oh, woher kommt das Grummeln? Adam scheint hungrig zu sein. Er könnte einen Snack gebrauchen. Oh, was für ein Versehen von Managerin Sue. Sie hat ihre Kunden hungern lassen. Bedient euch. Luxuriöses Popcorn serviert mit einem Twist. Nun, das ist nicht viel. Adam und Sandra sind keine Gourmet-Esser. Ein Eimer mit normalem Popcorn hätte ihnen gereicht. Aber sie haben ja keine andere Wahl. Hey, nicht so laut da drüben. Wir versuchen zu schauspielern. Wir müssen die Delikatesse zwischen uns beiden aufteilen. Das ist die Aufgabe von Adam. Die Schauspieler finden es schwierig, in die Welt der Kunst von heute einzutauchen. Was ist das für ein ekelerregendes Geräusch? Es ist gut, dass Adam es so schnell geschafft hat. Willst du auch was? Sandra will kein Popcorn. Ich will nur ein bisschen vom Kohl meiner Mutter. Ich frage mich, wie es unseren Eltern geht. Hallo Mama, du hast ja keine Ahnung, es ist so viel los. Erst die Schule, dann das Restaurant und die Trampoline. Es ist ein Traumgeburtstag. Nein, in so einer stressigen Umgebung können sie einfach nicht arbeiten. Home sweet home. Es ist gut, VIP zu sein. Aber es ist noch besser, zurück zu Mama und Papa zu gehen. Sandra und Adam haben einen ganzen Berg von Geschenken dabei. Aber Managerin Sue hat keine Zeit für Umarmungen. Zeit? Was meinst du? 3, 2, 1. Gebt eure Glücksscheine zurück, Leute. Bye-bye, ihr alle. Das ist das Ende des Märchens. Schade, dass der Tag so schnell zu Ende ging. Was denkst du über dieses Video? Würdest du den Tag als VIP verbringen wollen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es dir gefallen hat, und abonniere unseren Kanal, wenn du neu bist. Klicke auf die Glocke, damit du die lustigen Sachen von Chum Chum Wow nicht verpasst.